denen ihr ganz viel Wunderbares verbindet. So, das Klavier ist noch ganz bescheiden. So richtig. So, das ist also ein Lied über Geschenke und diese Geschenke will Frau nicht immer haben. Ihr wisst es, also ich lege mir zuweilen eine Liste an in der Hoffnung, dass das, was da drauf notiert wird, an Geschenkideen auch im Laufe des Jahres mal abgerufen wird. Das passiert aber nicht. Und insofern kriege ich das Folgende. Es gibt groß, es gibt klein, es gibt tausenderlei Steine. Manche eckig, manche rund, andere düster oder bunt. Diese hässliche Laune, jener tröstet dich im Traum. Einer stimmt dich stark und offen, jeder lässt zumindest hoffen. Einen nimmst du mit ins Grab, mit dem anderen hebst du ab. Steine, süße, kleine, dicke, unerhörte Brocken, die auf Fensterbänken hocken, in Regalen von Ikea. Auf den heimlichen Altaren neben Kinderzähnchen, Haaren der Geliebten, neben Fotos und gepressten Birkenblättern. Rot, wie sollte es anders sein? So ein auserwählter Stein, sie schenkten mir Steine, sie schenkten sonst nichts. Guten Wein oder was ähnliches. Ein Salz, was tät es auch und selbst ein Trockentuch. Ein Assanté, eine CD, ein Wörterbuch. Und während ich so ekel, fällt ihr Blick auf mich. Erwartungs- und verheißungsvoll, der ist für dich. Ich schau das und ich denke, Mensch, was sag ich bloß? Am besten sag ich gar nicht so, nein. Sie schenkten mir Steine, sie schenkten sonst nichts. Sie schenkten Opale, Hämatite, Meerkristalle, alle schenkten mir Steine. Ich hab inzwischen eine kleine Galerie mit allerlei Geröll, doch leider weiß ich nie, von wem es nochmal war und welche Chakren sich mit jedem Teil verbinden, quasi feinstofflich. Ich gucke solch ein Brötchen an und sag, oh ho, bist du der Stein der Weisen oder tust du nur so? Hast du für mich schon jemals ein Problem gelöst, der beide schweren Herzens vor mich hingedrückt? Ich hab auch einen Balkon mit vielen Blumen drauf. Ich locke ihre Erde jetzt sehr vornehm auf. Die Ampel kriegt Opal und vor die Staude ist. Wundersam gestärkt durch deinen Amethyst. Im Wurzelwerk der Aste und der Bergkristall. Die Rosenquarze ruhen eigentlich überall. Und kommt mich her besuchen mit einem Edelstein. Den buddel ich ganz hemmungslos ins Erdreich ein. Ihr schenktet mir Steine, nun sind sie alle fort. So.
könnt ihr schon mal applaudieren.